Hallo. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tonina BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Frage, wenn ich jetzt die drei Energy Drinks gespart hätte, nicht gegen das Stromkabel getauscht? Okay, man musste nicht gegen das Stromkabel tauschen. Ach, er steht tatsächlich an. Gegen was musste ich den einen Energy Drink tauschen? Gegen das Notenblatt. Hätte ich das Notenblatt halt nicht gehabt. Und zu wem muss ich jetzt wieder? Zu Siemens. Ach, wo war der jetzt wieder? Oh, ich brauche eine Minimap. Ich brauche sowas von der Minimap. Hier? Hab ich. Du hast es geschafft, du hast ihn repariert. Gut gemacht, ich bin her. Am Leben. Ich kann es kaum glauben. Lass uns den Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. In die Kanalisation. Wir brauchen doch erst eine Waffe. Willst du hinziehen müssen? Macht keinen Sinn. Islams wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Ich will da nicht rein. Mach dir gleich die Tür hinter mir zu. Ah. Okay, ich find's gut, dass du mit reinkommst. Bisschen Vertrauensproblem. Ideal, diese Zurgeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurgs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ich werde dir die Tür öffnen.
Halt, Moment mal, nicht so schnell. Also einen Moment froh, dass er mitgekommen ist und dann... Muss ich echt alleine da rein jetzt? Es tut mir leid, ich kann nicht weitergehen. Ich bin nicht so schnell. Bitte finde ihn. Bitte bring meinen Papa zurück. Soll ihn zurück? Sollt ihr euch doch zu dem bringen, in die Außenwelt? Oh Gott, ich hoffe. Hier sieht es schon anders aus. Eine Erinnerung. Die zweite haben wir jetzt auch nicht gefunden. Immer wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und den Stadt. Dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Da fehlt. Seht ihr die Erinnerung, die fehlt? Wir wissen, wo die steckt. So Geräusche, was kommt hier so? Kann ich weitergehen? Durch. Oh Gott. Kannst du Haarspenden? Ich habe gedrückt. Und hallo Till, willkommen im Stream. Ich habe gedrückt. Du weißt, dass ich Sprit kann. Das heißt, du hast es gespielt. Und du kennst dich super aus und kannst mir helfen, oder? Und wie geht's dir, Till? Oh Gott. Jetzt bin ich wieder da. Hallo. Willkommen zurück, Lenz. Wie geht's? Alles okay? Nein, das war ein echt heftiger Sturz. Ja. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh nee. Ist mir wieder wehgetan. Dankeschön. Bitteschön. Wo warst du denn, Lenz? Kannst du mich in solchen Stresssituationen einfach alleine lassen? Okay, und wieder erholt. Gut. Hab noch nicht gespielt. Gut, und selbst? Ich bleibe mal stiller Zuschauer. Im Lurk, alles klar. Vielen Dank.
Vielen Dank, Zielhaft. Ja, mir geht's wie immer. Mir geht's wie immer. Ich warte noch auf mein Zeugnis seit einem Monat. Wie lange dauert das denn? Weißt du das zufällig? So im Durchschnitt. Jetzt noch etwas in Guild Wars weitermachen. Okay, was machst du denn in Guild Wars? Map erkunden. Ich gehe noch mal kurz runter, nicht, dass wir eine Erinnerung oder so verpassen. Ich gehe noch mal zurück nach oben. Ich dachte, es wäre eine Erinnerung oder so. Einfach mal Gabian, ja. Ich glaube, das muss ich machen. Entschuldigung, würdet ihr mir vielleicht mal mein Zeugnis schicken? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss, hier oder da drüben. Wo ist der falsche Weg? Ich brauche den falschen. Der Karte ist bei 65%. Das hört sich nach viel an. Ist das viel? Okay, hier ist mehr. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wollte sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Aber genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Also jetzt sollten wir Doc suchen. Wir kommen nochmal zurück in die Stadt. Okay, dann gehe ich jetzt hier runter, ja? Gegenstand zu verwenden. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen. Da ist ein Zirk drin, okay. Dass ich da durch den Klamottenhaufen frisst. Dreckwäsche. Ja. Okay. Sehe gerade nicht. Der direkte Weg. Okay. Lecker aus hier. Den Kreis gegangen, oder? Gesehen. Teppiche!
Oh, das Abzeichen hängt ja an mir dran sogar, aber das Musikabzeichen nicht. Wie welche eingespielt? Wenn man müsste, wie die sich vermehren. Ich hab doch gesagt, der mit der Brille ist doch. Ich bin so gut. Wow! Warte, du bist kein Zirk. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da drehst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt. Oh, Siemens, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen, wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Okay, ich verstehe es nicht. Ich dachte, Doc, Clementine und Balthasar wären zusammen in die Kanalisation gegangen und nach draußen. Hä? Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Jetzt ist Doc irgendwie noch hier. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kiebe. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Ich sagte ja für mich Ziemes, ist das dasselbe? Ein Automat und wieder ist nichts drin. Ich betreibe hier noch. Ich dachte, es kommt eine Zwischensequenz. Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zergs wie Konfetti in die Luft jagen. Das ist doch der Sinn der Sache. Dieses Raschstück braucht 1,21 Gigawatt. Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zirks hier ist es zu gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte der Defluxor wieder aufladen. Komm schon, folge mir, ich zeige dir, was du tun musst. Oh Gott. Echt so ein bisschen der Idiot für alles, oder? Sieht ein bisschen wie eine Erinnerung aus, aber ich konnte nichts machen. Hallo Tan, hey Struggle, herzlich willkommen im Stream. Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich dir. Wie geht's? Wir haben überall die Glückskatzen übrigens. Müsst ihr jetzt hin? Du verschmilzt mit der Wand, Doc. Hier, nimm diese Sicherung, sie ist brandneu. Okay. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zirks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Okay. Nur dem Kabel tauschen. Folgen. Muss nur dem Kabel folgen, die Sicherung austauschen.
und zurückkommen. Verlange ich mir da. Das kann sein. Dann jetzt willkommen zurück. Aber wie ist das? Oh, was? Ach so, der. Der wirft jetzt den Generator an, oder wie? Scheiße. Dem Kabel folgen, Mann. Glaube ich. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Dann kann ich den Defluxor an einer Drohne befestigen. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt an einer schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Jetzt kommen wir nach Hause, mein Sohn. So kannst du den nicht benutzen. Ich dachte übrigens, die fressen alles. Also wie können die in dem Käfig bleiben? Wollen die das so? Energy Drink. Energy Drink, man. Und jetzt benutze ich das. Lass all diese Zirks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Oh, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch und geht das durch. Wie? Die alle verschmoddert. Diese Schale funktioniert nicht. Was für eine Überraschung. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Wer konnte das denn ahnen, bitte? Also okay, diesmal war es im Genuss, das hast du gesagt. Okay, ich dachte gerade. Was machst du denn die ganze Zeit, Lance? Hast du eigentlich... Kennst du Stray Lance? Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich bin gerade das erste Mal gestorben, tatsächlich. Oh.
Der hat die nicht getötet, als ich gedrückt habe. Okay, der tötet nur die vor mir und nicht die auf mir. Schön. Oh no, ja. Yeah. Oh no. Bisher waren die Ladezeiten auch echt in Ordnung, aber jetzt. Okay, auf ein neues. Ich vermute, du bist Kirito, weil du immer reinkommst, deinen Namen änderst und dann fragst, ob ich dich noch kenne. Vermute ich jetzt mal stark. Okay, wie soll das funktionieren? Genau. Das verstehe ich jetzt. Nicht. Zurück nach Hause gehen. Der hängt noch einen in der Tür. Wow. Also so viele, wie du gesagt hast, in der Sekunde tötet der nicht. Jetzt kommt's. Nein, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Oh mein Gott, das ist doch. Gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Siemens nicht mehr alleine ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können. Momo hat die Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Okay. Doc und Siemens sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes.
Okay, jetzt ist es 19:06 Uhr. Okay, ich kann noch ein bisschen spielen. Ja, du hast die Zirks also doch überlebt. Hast du die 10 Dosen, die du mir schuldest? Oh, und hast du die seltsame orangefarbene Kreatur getroffen, die hier herumläuft? Die musst du einfach gesehen haben. Das bin ich. Ja klar, ich bin so froh, dass er wieder da ist. Hallo Teddy, wie läuft's, Rosie? Oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Simon? Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich von diesem Flug nur zurückgekommen bin. Das ist wirklich beeindruckend, Doc. Niemand hat so lange in der Totenstadt überlebt. Okay, nee, nicht. Schau dir all die tollen Sachen an. Okay. Also marsch. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Jacob, du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Jetzt noch mal aufs Dach. Waren wir ja noch nicht. Aufs Dach, ich weiß nicht mehr nur. So, naja, also die erste Erinnerung war hier oben. Mutig nur das zweite Erinnerung. Jetzt nicht Loki lassen. Dann geht's zu Clementine. Hier komme ich nicht hoch. Bist du dir sicher, dass du da nicht hochkommst? Also ganz sicher? Schlecht aus. Wieso gibt's hier denn solche, sag mal, Tauben? Bitte. Ich sehe da keine Tauben. Vögel allgemein so. Nicht aufs Rohr.
Es wären doch ein paar Tüpfelchen. Ich habe noch keine Trophy bekommen. Ich will es runterschmeißen. Das ist doch unerhört. Es ist so schön blau da oben. Das sollen wir nicht mehr. Aber es ist schon cool, eine Katze zu sein. Also es macht Spaß so auf dem Dächern. Also Marsch! Was ist los mit euch? Dance, sag mir, wo es hingeht. Zu viele Kanalpunkte. Ja, vielleicht brauche ich mal eine neue Kanalpunkte-Belohnung. Was war denn hier? Surgery, der war auch. Kam niemand raus, als ich gekratzt habe. Unfreundliche Menschen, das heißt Roboter. Klar, ich nehme den Stuhl einfach mit. Einmal. Hm. Ist neu. Könnte diese Lichter ja nach echten Sternbildern benennen. Der große Preis, die Kugel, nein, da fehlt es mir definitiv an Inspiration. Hallo du, was willst du? Der große Kreis. Überleg mal, dein Sternzeichen, du bist jetzt ein großer Kreis. Wo ist es? Nee. Bin auch nicht zufrieden hier. So, das waren wir doch überall, oder? Oder würdet ihr sagen, irgendwo war ich? Ich habe das Gefühl, ich war überall, wo ich hin kann. Aber da mir noch Dinge fehlen, kann das nicht stimmen.
Nichts. Schein? Nee. Dann muss ich das wohl früh oder später nachgucken. Die Runde. Was ist das? Dieses Fenster. Ah, da. Sollte man sich nicht auch beim Wächter melden mit irgendwas? Ich werde echt nicht fertig und putzen. Einfach nicht. Entschuldigung, ich glaube, bei Ihnen fehlt ein bisschen was. Da stehen einfach so Klamotten in der Luft. Wie gruselig. Miau. Manche Sachen, wo man hochspringen kann, verstehe ich nicht. Da kannst du nur auf eine Sache hochspringen. Hallo. Ich hab deinem Poncho jemanden gegeben. Dem Elliot. Der hat gefroren. Tauschhändler. Ich bin eine super Spiritwäscherei. Haben wir, glaube ich, schon benutzt. Thomas-Kleidung haben wir schon benutzt. Und Elliot-Programmierung haben wir auch schon. Es geht wirklich nur noch der Tauschhändler und den Energy. Ich habe heute Vormittag 2 Stunden gerätselt, wie ich an ein Panorama gelange. Ich habe es gefunden. Wie meinst du, wie du an ein Panorama gelangst? Wie du das machst, oder? Okay, das wird was. Nee.
Diese kleine Kamerafahrt. Ach so. Ach so, okay. Oh Gott. Ja, die mag ich. Da muss ich auch immer sehr lange rätseln. Also hoch oben in der Luft. Auf einem Holzgestell. Und? Jumping-Puzzle? Hätte ich jetzt vermutet. Und habt ihr irgendwo eine Erinnerung gesehen? Oder einen Automaten? Ja, nicht ohne. Kannst du mir das nicht für zwei geben? Das reicht nicht. Och Mann, du brauchst das doch gar nicht. Hier. Ja, so eine Katze, wie ich den Energy Drink herbekomme. Wie Stein ist der? Oh, da ist noch einer, den ich noch angesehen. Warte mal, die versteckten Schätze im Müll an. Pennys vom Himmel oder wo auch immer die herkommen. Pennys, ich brauche keine Pennys. Er gibt mir nichts für Pennys. Wieso fährt der sich übers Gesicht? Nee, kein Jumping Puzzle. Oh je. So, Zeit für ein Raid. Wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, Delo. Hast du mich geradet? Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich wollte nicht mehr allzu lange spielen. Dachte, ich finde jetzt noch hier was und dann tausche ich und dann ist gut, aber ich finde nichts. Leider. Leider, leider. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir auf jeden Fall. Ah, nein, ich gehe jetzt raiden. Hä? Wen gehst du denn raiden? Hä? Hier stehen so viele drin. Ich kann nicht drücken. Ich kann einfach nicht drücken. Hallo. Nur wartet auf seinen Bruder auf dich. Ach so. Nee, ich habe nicht alles erledigt. Da gehen wir jetzt nicht rein. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir heute an dieser Stelle Schluss. Sanwell, WoW, Klassik, EBC, okay, keine Ahnung. World of Addiction. Okay. Good luck, have fun. Aber in TBC ist doch tot, oder? Kommt bald WoTRK. Okay, ich sehe schon, dass es ging. Ja, kann ich hier speichern? Irgendwie nicht. Okay, hoppla, das wollte ich nicht. Dann werde ich das hier eben an dieser Stelle beenden. Und ja, ich schaue mal, ob ich im Internet was finde, einen Hinweis auf die Erinnerung, die uns fehlt und den letzten Energy Drink. Die müssen ja irgendwo müssen die ja sein.
Und dann sehen wir uns. Wann sehen wir uns denn? Morgen sehen wir uns nicht. Vielleicht am Samstag. Vielleicht am Samstag oder am Sonntag wieder. Und dann spielen wir, würde ich sagen, Stray zu Ende. Und vielleicht noch ein bisschen Monster Hunter. Vielleicht hat der Level und der Dream. Vielleicht haben die noch mal Zeit. Mal gucken. Mal schauen. Okay. Wen raiden wir denn jetzt? Wie wäre es? Also bei mir spielt jetzt hier niemand Stray. Gar niemand. Wie wäre es mit Howdy? Da schiebe ich euch jetzt ab. Und dann gehe ich Age of Empires spielen. So. So mache ich das. Bin ich nicht nett. Einfach abgeschoben. Gut. Dann, bye bye. Macht's gut. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer geht Age of Empires spielen? Du jetzt? Ja, ich jetzt. Ich gehe jetzt Age of Empires spielen. Ich vermute, dass ihr Age of Empires spielt. Also in einer halben Stunde. Ich gehe noch kurz Pipi und vielleicht was essen ganz schnell. Und dann spiele ich Age of Empires. Mit wem? Mit Sebi? Mit Soulwelder? Und die anderen beiden kennst du nicht. Die kennst du leider nicht. Habe ich dir doch schon mal erzählt, Till. Habe ich dir doch schon mal erzählt, ja. Bevor der Raid jetzt startet. Eine wunderschöne gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächstes Mal. Ich kenne alle. Du kennst auch nicht alle Lens. Du kennst auch nicht alle. Ach so, ja, ich will auch. Du willst auch. Dann müssen wir mal zusammen spielen, Till. Das können wir gerne machen. Aber wie gesagt, ich bin ein Mut. Aber können wir gerne machen, Till. Bye bye. Bye bye, ihr Süßen. Ciao, ciao.